Im Ernst jetzt? Im Ernst jetzt? Ich komme doch sowieso schon nicht hinterher. Wie soll ich das denn jetzt noch schaffen? Oh mein Gott, als ich heute auf der Arbeit habe, wurde ich schon tausendfach angeschrieben. Tim, da ist Pokémon Snap Update. Ich so, nein, doch nicht jetzt schon. Ich spiele gerade Monster Hunter Stories 2 rauf und runter. Ich weiß gar nicht, wohin mit der Zeit, weil ich so geile Spiele gerade habe. Und ich habe halt endlich mal eine Pause gefunden bei Pokémon Snap, als ich dann ja alle meine Bilder auf Diamant hatte. Alle 856 Bilder auf Diamant und das endlich, ja, jetzt kann ich mal ein bisschen relaxen, bevor ich dann irgendwann nochmal auf 4 Millionen Punkte komme. Und jetzt kommt schon wieder ein Update. Aber der eigentliche Antrieb hinter diesem Video und diese eigentliche Frage, die ich quasi stelle, im Ernst jetzt? Das hier umsonst? Pokémon Snap, also vor allem New Pokémon Snap, ist und bleibt einfach ein absolutes Phänomen. Und für mich einfach die krasseste Sache, die wir dieses Jahr überhaupt gesehen haben und eine der genialsten Geschichten überhaupt der Videospielgeschichte, die wir in den letzten 10, 15 Jahren hatten. Und ich möchte euch noch einmal tatsächlich nach einem kleinen Intro erzählen, was ich damit meine und warum es mich völlig umhaut, dass das, was wir da gesehen haben, kostenlos einfach uns hinterhergeschmissen wird. Gucken wir das jetzt aber quasi auch nochmal kurz mit euch zusammen an. Ich habe es nämlich auch tatsächlich nur einmal auf der Arbeit kurz gesehen. Bin jetzt, wie gesagt, kurz zu Hause. Erstmal hören wir dieses geile Lied aus der Midotic Stage. Also, was sehen wir bisher? Bisher sehen wir einfach nur eine Collection von dem, was wir bisher so gesehen haben. Von dem, was wir bisher kannten. Hier wurden coole Bilder gemacht. Wir sehen hier ein paar sehr schöne 4-Sterne-Posen, ein paar sehr schöne Bilder, die tatsächlich dabei sind. Also auch tatsächlich Bilder, die eine recht gute Wertung bekommen werden. Dann sehen wir einfach nur so ein paar legendäre Pokémon. Da waren tatsächlich gerade gar nicht so einfach zu bekommende Posen dabei, bei den Bildern, die wir gesehen haben. Und ja, auch ich bin begeistert, wie viele tolle Bilder, wie viele Leute Highscores gejagt haben, wie viele wunderschöne Bilder wir bekommen haben. Und jetzt kommt halt der krasse Shit. Neue Gebiete sind verfügbar. So, halt, an dieser Stelle muss ich tatsächlich schon mal sagen, für die, die das jetzt gar nicht so genau wissen, neue Gebiete heißt per se, und das weiß ich jetzt gerade gar nicht, gibt es dann wirklich neue Stages? Das konnte ich bisher an dieser Stelle noch gar nicht wissen, und das gucke ich mir jetzt live mit euch an. Denn das, was wir bisher hier sehen, sind neue Gebiete auf den Stages, die wir bisher schon kannten. Wisst ihr, was ich meine? Aktuell sehen wir gerade den Dschungel, wir haben die Wüste gesehen und es sind andere Routen innerhalb dieser Gebiete. Okay, das sieht neu aus. Das ist die Wüste. Das könnte halt weiterhin der Dschungel sein. Oder es ist tatsächlich so eine Art Fluss. Oh, mein Baby ist da. Mein Baby ist da. Oh nein, wie geil. Aber was macht der da? Warum fliegt das Garados hier einfach so durch die Luft? Was ist mit dem verkehrt? Oh mein Gott, ich habe endlich meinen Garados im Spiel. Ich habe ihn so vermisst. Hier sehen wir halt den Park. Und das wurde mir schon erzählt. Aber jetzt sehe ich das erste Mal so richtig. Alter, das ist so krass. Wir haben hier eine Fähigkeit bekommen, um kleiner zu werden. Und erneut, es sind... Yeah, Relaxo, wie geil. Also wir haben tatsächlich neue Pokémon gesehen. Und es sind neue Routen innerhalb der bereits bekannten Gebiete. Das ist etwas, was wir auf jeden Fall einmal feststellen müssen. Neue Gebiete sind verfügbar, aber es sind Gebiete innerhalb der bekannten Strecken, so wie ich jetzt an dieser Stelle einmal noch einmal feststellen muss. Was ich persönlich überhaupt nicht schlimm finde gerade aktuell. Neue Gebiete, das ist der Dschungel, ja? Um das kurz festzuhalten. Das ist der Dschungel, das ist die Wüste, das ist der Dschungel, das ist die Wüste. Das ist der Dschungel. Das ist alles noch der Dschungel. Und den Dschungel kennen wir ja schon. Und das hier, da bin ich mir nicht ganz sicher. Das könnte ein Abschnitt der Wüste gewesen sein. Wüste, Dschungel. Das sieht halt alles aus nach dem Dschungel. Also, Garados fliegt durch die Gegend. Das ist jetzt der Park. Und hier benutzen wir, glaube ich, diese Löcher, die in den Bäumen jeweils unten zu sehen sind. Ja, und begeben uns auch hier im Park auf eine alternative Route. Und wir sehen dann hier Knilz und wir sehen andere tolle neue Pokémon. Das heißt, was haben wir jetzt hier quasi gesehen?
Es ist unfassbar, Leute. Und das, ich frage wirklich nochmal, im Ernst, warum bin ich so fassungslos bei diesem Ding? Ich lass den Trailer einfach nochmal von vorne so ein bisschen laufen. Ich versuche euch ganz genau zu erklären, warum mich das so umhaut und warum ich das so krass finde. New Pokémon Snap ist aktuell das genaue Gegenbeispiel von dem, was wir da draußen in der Videospiellandschaft so sehen. Und halt auch ein ganz, ganz krasser Kontrast zu dem, was wir von Nintendo aktuell so sehen. Und noch viel deutlicher, ein ganz, ganz krasser Kontrast zu dem, was aktuell mit Pokémon passiert. Und was ich damit meine ist, dass Pokémon Schwert und Schild halt ein unfertiges Spiel war. Wie gesagt, ich will jetzt nicht wieder hier übelst dieses Spiel haten. Wir haben ja schon oft festgestellt, Pokémon Schwert und Schild wurde noch nicht mal ansatzweise zu Ende entwickelt. Die Naturzone ist peinlich. So, man kann Spaß mit dem Spiel haben, aber die Naturzone, das geht gar nicht. So, ne? Punkt, Fakt. Pokémon Legenden Arceus sind wir halt auch gerade wieder sehr, sehr skeptisch bei dem, was wir da im Trailer gesehen haben. Wir sind uns eigentlich alle ziemlich einig, auch wenn wir hoffen, dass wir falsch liegen, dass Pokémon Legenden Arceus bei dem Zustand, was uns da gezeigt wurde, nicht wirklich so gut werden kann. Sondern das Spiel bräuchte mehr Zeit wahrscheinlich. Wir hoffen, dass wir uns irren und kann auch sein, dass wir uns irren, aber es sieht halt schon ziemlich mies aus, was wir da gesehen haben. Und dann haben wir gerade Pokémon Unite. Pokémon Unite, Disclaimer an dieser Stelle, ich habe es noch nicht gespielt. Aber wir erleben gerade mit Pokémon Unite einen ziemlich aggressiven Cash-Grab, eine ziemlich aggressive Monetarisierung. Das Spiel, was ich so höre, scheint super viel Spaß zu machen. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass das Pokémon hier gerade wieder mal für eine sehr, sehr aggressive Monetarisierung in einem Spiel steht. Und das ist halt so das Bild, was wir aktuell so von Pokémon bekommen. Das Hauptspiel unfertig, viel zu schnell nach draußen geballert, dann ein teurer DLC, also mehrfach sogar, indem man gezwungen wird, die DLCs auch noch in Reihenfolge zu kaufen, damit man den anderen spielen kann, sogar dann für jede Version ein DLC, wenn man wirklich alles haben will, also auch fragwürdig das Ganze, sehr, sehr viel Geld für die DLCs, sie sollen gut gewesen sein, aber ein bisschen mehr Endgame-Content im Hauptspiel hätte dem Hauptspiel gut getan, aber es wurde als DLC herausgebracht. Dann, wie gesagt, Pokémon Legenden Arceus, sind wir skeptisch. Und Pokémon Unite, sehr, sehr aggressive Monetarisierung. Ja, was nichts mit dem Spiel zu tun hat, es macht bestimmt super viel Spaß. Hier sieht man so ein bisschen meine, was ich so gucke in letzter Zeit. Und dann haben wir hier als Pokémon, New Pokémon Snap, halt den absolut krassen Gegensatz zu dem Ganzen. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal festhalten, dass New Pokémon Snap muss nicht so gut sein. Das ist das, was ich so bahnbrechend finde an dieser Stelle. Hätten sie New Pokémon Snap angekündigt, dann hätten die meisten Leute wahrscheinlich dieses Spiel gekauft mit viel, viel weniger Welten. Und ich möchte, wir haben hier so viele Welten, wir haben so viele Pokémon, wir haben so viele Bilder pro Pokémon. Der Content von New Pokémon Snap ist sagenhaft. Glaubt mir nochmal, nach meinen letzten Videos, bin ja noch tiefer in das Spiel eingestiegen. Ich habe ja auch viel Kontakt zu den beiden Jungs von Nintendo, die halt hier wirklich auf die Weltrangliste gestoßen sind. Irgendwas, was ich irgendwann aufgegeben habe, weil es zu viel Content ist. Es gibt viel zu viele versteckte Posen, es gibt unfassbar viele Synergien und Sachen, die man mit den Pokémon machen. Wir entdecken immer noch, jede Woche tauchen immer noch geheime Synergien auf, geheime Posen, geheime Dinge, die man in diesen Spielen finden kann. Und jetzt mittendrin, während die Leute immer noch am Highscore hunten sind, kommt schon wieder ein kostenloser DLC. Gut, ich bin der Meinung, sie müssten ihn auch kostenlos machen, weil es das Hauptspiel sehr krass aufwertet und es wahrscheinlich eher dazu führt, dass die Leute jetzt vermehrt das Hauptspiel kaufen. Wahrscheinlich wäre ein kostenpflichtiger DLC bei Pokémon Snap gar nicht so krass angekommen, aber trotzdem, wir bekommen hier so unfassbar viel Content für das, was uns dieses Spiel geboten hat. Und ich bin immer noch der Meinung, dass dieses Spiel ein Cash-Grab hätte werden können. Sie hätten dieses Spiel mit mieserer Grafik, mit viel, viel weniger Content, mit einem Viertel des Contents rausbringen können und sie hätten das Spiel richtig gut verkauft und die Pokémon Company wäre zufrieden gewesen. Stattdessen bekommen wir das hier. Das krasseste Spiel des Jahres. So unwirklich. Es hat so viel Content, Leute. Es ist so durchdacht. Jedes Pokémon hat so mega viele verschiedene Posen und so mega viele verschiedene Bewertungen für seine Posen. So viele Synergien, so viele versteckte Orte noch. Also ich hab Stand jetzt
noch nicht eine einzige Stage komplett. Gut, ich habe es auch nicht forciert, aber es, das heißt, ich habe auf jeder Map, die ich stundenlang gespielt habe, zig Stunden gespielt habe, immer noch irgendwo Pokémon, die ich noch gar nicht entdeckt habe. Und damit potenziell immer noch irgendwelche Bilder, die ich noch nicht entdeckt habe und irgendwelche Highscores, die ich noch nicht entdeckt habe. Mein Mind is blown, könnte man sagen. Und jetzt bekomme ich einen kostenlosen DLC, der mir nochmal neue Routen auf diesen Gebieten ermöglicht, mit neuen Pokémon und vor allem, und das ist halt so mies, mit neuen Posen und neuen Bildern für bereits bekannte Pokémon. Das ist natürlich so ein kleiner Schlag in die Fresse für die richtig krassen Highscore-Hunter, die halt wirklich teilweise 20 Stunden für eine Pose ausgegeben haben, um halt diese eine perfekte Pose zu bekommen, um den Highscore von diesem Pokémon zu bekommen. Und jetzt gibt es potenziell wieder eine bessere Pose. Das ist natürlich mies, aber das betrifft jetzt nur einen ganz, ganz kleinen, minimalen Teil. Und für alle anderen noch mehr Content, noch mehr Diamantposen, noch mehr Bilder. Einfach so geile Sachen. Und deshalb frage ich nochmal im Ernst jetzt, was ist mit New Pokémon Snap los? Warum bekommt dieses Spiel gerade den krassesten Support, den ich seit langem gesehen habe? Das hat hier Niveau von Monster Hunter. Der Monster Hunter Support war auch immer schon krass. Immer weitere Event-Quests, immer weitere neue Monster, immer weitere neue Gebiete. Kaum ein Spiel wird so sehr am Leben gehalten wie Monster Hunter. Gerade auch jetzt Monster Hunter Stories war auch wieder so ein geiles Spiel. Und ich würde halt so gerne wissen, warum jetzt ausgerechnet New Pokémon Snap? Da drängt sich doch schon fast die Vermutung auf, dass es an Bandai Namco liegt. Und hier möchte ich ungern jetzt tatsächlich Halbwissen in den Kommentaren haben. Bitte nichts dazu schreiben, wenn ihr das nicht wisst. Ich persönlich weiß es auch nicht. Ich kann nur mutmaßen. Aber wenn wir auf der anderen Seite Game Freak und die Pokémon Company immer wieder diese unfertigen Spiele da herausbringen, oder diese krasse Monetarisierung, also die andere Seite von Pokémon, immer wieder diese schlechte Seite darstellt. Und hier ist halt eigentlich nur der Unterschied, dass Bandai Namco das Spiel entwickelt. Ist das jetzt der positive Einfluss von Bandai Namco oder sind sie bei Pokémon Snap schon komplett anders rangegangen, weil sie geglaubt haben, da lässt sich anders nicht viel Geld mit verdienen? Es ist halt sehr interessant, warum ausgerechnet gerade New Pokémon Snap das eins der positivsten Beispiele ist, wie man einfach geile Spiele liefert, wie man geile Spiele supportet und einfach dem Spieler das bestmögliche Spiel, dem es gibt und dem dann auch noch ein kostenloses Update hinterherballert. Das ist einfach vorbildlich aktuell. Das ist das, was mich an das an Nintendo erinnert, dass ich mich damals verliebt habe. Und ich danke einfach demjenigen, der dafür verantwortlich ist. Ob es wie gesagt Bandai Namco ist bei dem Ganzen, die das jetzt entwickeln und anders das nicht mit sich machen lassen. Ob Nintendo da die Hand drauf hält, ich habe keine Ahnung, warum jetzt ausgerechnet New Pokémon Snap so verdammt abgeht und mich immer wieder zu der Frage antreibt, im Ernst jetzt? Ich freue mich auf viele, viele weitere Pokémon Snap Abende, Pokémon Snap Streams. Und ja, das Witzige ist halt gerade, dass ich gerade mal überlegen bin, was ist jetzt wirklich mein Game of the Year? Ist es der New Pokémon Snap oder ist es vielleicht doch Monster Hunter Stories 2? Weil ich gerade einfach beide Spiele so abgöttisch liebe gerade. Ich liebe Monster Hunter Stories 2 und New Pokémon Snap hat dieser Debatte jetzt, naja, also ich sag mal so, sie haben zurückgeschlagen, ne? New Pokémon. Es ist unfassbar. Ich kann halt immer noch nicht, ich stand jetzt immer noch nicht glauben. Ich weiß, ich schweife gerade völlig, ich schwärme einfach wie ein Bekloppter. Aber die Pokémon Snap, das Ding da, war eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Und ich habe immer nach einem Remake geschrien. Und ich hatte mir nie im Leben erträumen lassen, dass wenn ein Remake kommt, dass es so gut wird. Dass es so unfassbar gut wird, so unfassbar durchdacht, auch wenn es seine kleinen Makel hat. Ich verstehe die Kritik an diesem Spiel. Aber es ist trotzdem, es ist unfassbar. Und jetzt kommt echt ein kostenloses Update von so einer Größenordnung. Das ist wirklich, wie gesagt, ich glaube, diejenigen, die vielleicht nicht so mega krass eingestiegen sind in New Pokémon Snap, denen offenbart sich vielleicht anhand dieses Trailers gar nicht, wie krass das war, was wir da gerade gesehen haben, wie sehr das Metagame von New Pokémon Snap auf den Kopf stellt und was, ja, wie gesagt, mein Kopf explodiert bei dem, was ich da gesehen habe und ich freue mich einfach auf so viele neue Infos. Und ich freue mich mega, dieses Spiel jetzt ja bald schon zu spielen und mir das Update zu ziehen. Vielen, vielen Dank, wie gesagt, dafür. Es ist einfach eine der großartigsten Spielerfahrungen, die ich seit langem hatte. Und ja, kostenloses Update. Unfassbar. Haut gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ja, wenn euch mein ungeskriptetes, freies, wildes Geschwärme
es ist halt auch gerade wirklich, ich bin gerade erst nach Hause, habe mir euch mit euch zusammen das Ding angeguckt und habe die Kamera angemacht und habe das Video aufgenommen. Deshalb bei mir immer alles ein bisschen spontaner. Und ich würde sagen, wenn euch das trotzdem gefallen hat, Daumen nach oben ist hoffentlich am Start. Und dann sehen wir uns demnächst mit weiteren Videos oder auf Twitch. Gute Laune Typ, wenn ich Pokémon Snap streame. Hab euch alle lieb, bis dann, ciao.